Wissenschaftsnachwuchs in der Teilchenphysik. Eva Popenda im Gespräch. Mein Alltag ist relativ vielseitig. Die meiste Zeit arbeite ich natürlich an meinem Doktorarbeitsprojekt. Das heißt, ich rechne Sachen aus, ich programmiere es, ich vergleiche es eventuell mit Leuten, die es auch programmiert haben oder mit der Literatur. Ich lese Literatur dazu. Dann muss ich natürlich auch Lehre machen. Das heißt, ich betreue eine Übungsgruppe. Und dann gibt es natürlich noch viele Seminare und Vorträge, die ich zum Teil anhöre. Abgesehen davon fahren wir auch ab und zu noch auf Meetings und Konferenzen, auch einerseits, um die eigene Arbeit vorzustellen oder einfach, um zu hören, was es Neues gibt. Was ist das Faszinierende an der Forschung im Bereich der theoretischen Teilchenphysik? Also für mich gibt es zwei faszinierende Aspekte. Einerseits ist es die Tatsache, dass wir nicht irgendwas erforschen, sondern wirklich die fundamentalsten Bausteine der Materie und wirklich versuchen zu verstehen, woraus unsere Welt in den kleinsten Teilchen aufgebaut ist. Und andererseits finde ich faszinierend, dass es nicht nur eine Aneinanderreihung von Effekten und Beobachtungen ist, sondern dass dem Ganzen wirklich eine fundamentale Theorie zugrunde liegt, die auch Vorhersagen machen kann. Und das Ganze hat dann so einen Rahmen und ist nicht einfach nur so eine Aneinanderreihung von Effekten. Was heißt es, Doktorandin am KIT zu sein? Gibt es irgendwelche Vorteile oder Nachteile gegenüber anderen Einrichtungen? Also Nachteile wüsste ich jetzt nicht. Was auf jeden Fall als Vorteil von mir empfunden wird, ist die Vielseitigkeit. Es ist eine relativ große Fakultät mit vielen Instituten. Das heißt, so in den Kolloquien und Seminaren, die stattfinden, kriegt man viel mit von der Welt außerhalb des eigenen Forschungsbereiches, was man halt so mitnehmen kann und einfach sein Wissen erweitern kann, was an kleineren Unis in anderen Städten nicht so ist. Wie kam es dazu, dass Sie Doktorandin am KIT geworden sind? Also eigentlich komme ich aus Aachen, ich habe da auch studiert und nach meiner Diplomarbeit wollte ich einfach mal raus aus Aachen und auch mal an einem anderen Ort leben und arbeiten. Und während meiner Diplomarbeit hatte ich schon Kontakt zu meiner jetzigen Professorin und habe mich beworben und war dann auch ganz froh, als ich hier genommen wurde, weil das KIT und die Teilchenphysik hier schon ziemlich guten Ruf haben. Hat die theoretische Teilchenphysik Nachwuchsprobleme oder ist das Gegenteil der Fall? Gibt es zu viele Wissenschaftler für zu wenige Forschungsfragen? Also zu wenige Fragen, nein, uns gehen die Forschungsfragen nicht aus. Sie werden vielmehr immer viel komplexer. Das heißt, wir brauchen eigentlich mehr Manpower, um das alles zu bewältigen. Und es ist eher so, dass es zu wenige Stellen für zu viele Interessenten gibt, vor allem je höher man in der Karriereleiter geht. Gibt es einen Austausch mit anderen Doktoranden Ihres Faches? Und wie sieht dieser aus? Klar, wir reden schon miteinander. Also hier am Institut sind wir ungefähr 12 Doktoranden. Und mit einigen arbeite ich an einem Projekt direkt zusammen. Das heißt, wir haben täglich viel miteinander zu tun. Wir vergleichen Sachen gemeinsam. Wir gehen Literatur zusammen durch. Der eine hilft dem anderen. Und mit Doktoranden, mit denen ich jetzt nicht direkt zusammenarbeite, gibt es auch regen Austausch. Also es ist zum Beispiel oft, dass ich weiß, dass jemand anders schon was gemacht hat, was ich noch nicht gemacht habe und frage den dann. Oder es gibt ja das Institutsseminar, wo jeder mal seine Arbeit vorstellt und man also ganz genau weiß, was der andere macht und ihn auch fragen kann, wenn einen was interessiert. Dann mit Doktoranden von anderen Instituten, von anderen Städten kennt man natürlich auch, weil man die immer wieder auf Konferenzen und Meetings trifft. Und viele machen ja auch ähnliche Sachen wie man selbst und dann unterhält man sich da durchaus auch drüber. Welche Erfolgsaussichten haben junge Wissenschaftler? Wie sieht Ihre Zukunft aus? Also Erfolgsaussichten, finde ich, sehen insgesamt gut aus. Wir haben die Möglichkeit, entweder in der Grundlagenforschung zu bleiben, wobei es da, wie gesagt, nicht ganz so viele Stellen gibt, oder in die Industrie zu gehen, also von der Banken-, Versicherungs-, Softwarebranche über die ganze Beraterbranche sind wir immer gern genommen. Jetzt ich persönlich, ich weiß natürlich nicht, wie meine Zukunft aussehen wird, aber ich mache mir da auch keine Sorgen, weil ich denke, dass ich als promovierte Physikerin schon viele offene Türen zur Verfügung habe.